Ein garantierter Komplimentefänger für unter 50 Euro. Das bekommst du mit diesem Baby hier, Chagaf Oud Royale. Ja, diese arabischen Düfte sind ziemlich besonders und sehr einfallsreich, wenn es um Namen und Flakons geht. Aber ich habe ja schon bereits die ganze Chagaf Oud Reihe vorgestellt und das ist eines der letzten, meine ich. Und man kann schon direkt eigentlich so von den Farben her erahnen, beziehungsweise am Anfang habe ich es ja schon kurz getasert, denn das Ganze geht extrem stark in die Richtung vom PDM Haltane, beziehungsweise der riecht ja ähnlich wie der Oud for Greatness. Das war ja eigentlich das OG, wenn man ehrlich ist. Und der Haltane ist so eine erwachsenere, bisschen reifere, nicht so süße Version davon. Und ich finde persönlich, das Ganze ist so ein Zwischending zwischen beiden, zwischen dem Oud for Greatness und dem Haltane von PDM. Und ganz ehrlich, es ist wirklich geil. Jeder, der eins von diesen Düften mindestens einmal getragen hat, weiß ganz genau, wie gut es im Umfeld ankommt. Ich verstehe bis heute nicht, was die Leute so besonders an dieser Oud-Safran-süßen Note finden. Aber die Ladies fahren richtig darauf ab. Stand zumindest in der Zeitung. Aber mal im Ernst, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der diese Duft-DNA gar nicht mag. Und das bekommst du jetzt für unter 50 Euro, also zu einem richtig guten Kurs, ein richtig guter Winter. Ich weiß, dass es jetzt in den Kommentaren auftauchen wird. Ich finde es besser als den Oud for Glory von Latafa. Der ist mir persönlich zu süß und der hier ist viel erwachsener und viel reifer. Den Link findest du natürlich wie immer in der Bio. Mach aber dafür das Plus weg.